Alex Herrlich, Koch und Besitzer des Szene-Lokals Herrlich, soll den Gast Sebastian Bauer mit Tiramisu, das Rattengift enthielt, vergiftet haben. Sebastian Bauer und seine Freundin hatten sich zuvor lauthals über eine Kakerlake im Salat beschwert. Hat sich Alex Herrlich wirklich zu dieser Tat hinreißen lassen? Herr Herrlich, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung durch Vergiftung. Die Anklage wird vertreten durch den Staatsanwalt Kirki Datze. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Sie nehmen bitte in der Mitte Platz. Zunächst zu Ihren Personalien. Herr Herrlich, Sie heißen Alex mit Vornamen? Alexander. 5. Januar 1969 in Köln geboren? Ja. Von Beruf sind Sie Gastronom und Koch? Ja, vom Szene-Lokal Herrlich. Was verdienen Sie da im Monat ungefähr? Vielleicht 5.000 netto, Euro. Aber davon geht viel weg, von Schulden etc. Bleibt nicht viel übrig. Aber jetzt, nach der Misere, jetzt läuft es halt nicht gut. Können Sie sich vorstellen, nach dem Rufmord. Sie haben bisher keine Vorstrafen, Bundeszentrale ist da ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, ich bitte um die Anklage. Bundesgericht, die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 28. Februar 2002 gegen 20 Uhr befanden sich die Geschädigten Judy Sanders und Sebastian Bauer im Kölner Lokal Herrlichs des Angeklagten, als Frau Sanders plötzlich eine Kakerlake in ihrem Salat entdeckte. Frau Sanders ließ den Angeklagten rufen und beschwerte sich bei ihm vor allen Gästen lautstark über das Insekt. Der Angeklagte bot dem Paar als Entschädigung Tiramisu als Nachtisch an und mischte bei dessen Zubereitung aus lauter Wut Rattengift unter. Der beide Desserts anschließend verzehrende geschädigte Bauer erlitt daraufhin schwere Magenblutungen und musste notärztlich behandelt werden. Der Angeklagte wird somit einer versuchten sowie einer vollendeten gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß den Paragraphen 223, 224 Absatz 1 Nummer 1, 52 Strafgesetzbuch. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, macht der Mandant Angaben zur Sache auch? Ja, das wird er. Ja, was sagen Sie zu der Anschuldigung? Also ich bin es nicht gewesen. Das kann ich Ihnen nur gleich sagen. Natürlich habe ich mich tierisch über diese hysterische Zicke in meinem Laden aufgeregt. Ich habe mich vor allem bloßgestellt. Aber ich habe kein Rattengift ihr irgendwo reingemacht. Erzählen Sie uns doch mal überhaupt, wie der Abend verlaufen ist. Ach, der Laden war brechend voll. Es war einfach richtig geile Stimmung. Wir waren zu dritt. Timo und Nadja, meine Aushilfskellner. Ich war in der Küche. Es war richtig nett, wir hatten richtig gut zu tun. Aber irgendwann kommt halt der Timo in die Küche und brüllt, dass da schreit eine rum, ein Gast schreit rum und will unbedingt den Chef sprechen. Das kann ich Ihnen sagen, das hat mich tierisch genervt. Ja, da bin ich halt mal rausgegangen und die regt sich auf die Zicke wegen so einer kleinen Kakerlake. Und, wie haben Sie reagiert? Haben Sie denen dann irgendwie als Gutmachung ein Dessert versprochen? Ja, als Entschädigung habe ich halt gedacht, dann kredenze ich ihr halt den beiden ein schönes Dessert. Das ist Ihnen auch wunderbar gelungen. Ich war das nicht gewesen. Haben Sie das Tiramisu selbst zubereitet, selbst portioniert? Ja, natürlich. Ich mach alle Speisen in der Küche selber. Die anderen sind ja nur Kellner. Ich habe die Speisen zubereitet, habe die zwei Tiramisu zubereitet, die dort hingestellt. Und dann musste ich noch mal in die Vorratskammer Nudeln holen, weil ich die aufsetzen musste. Und in der Vorratskammer fand sich zufälligerweise Rattengift. Ja, da können Sie aber sicher, müssen sich gar nicht aufregen. Die stehen schon weit genug auseinander. Rattengift bei Lebensmitteln? Die sind weit genug auseinander. Da muss ich mir gar nichts vorwerfen lassen hier. Naja, aber wie kommt dann das Rattengift in das Tiramisu hinein? Das wollen Sie doch gerade herausfinden, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, benehmen Sie sich nicht so flegelhaft wie Ihr Mandant. Mein Mandant hat vorhin die Frage schon beantwortet. Wer hat alles Zutritt zur Vorratskammer? Ja, die Vorratskammer ist immer offen. Da kann jeder reingehen. Ich habe keine Fragen, noch. Fragen mehr. Keine weiteren Fragen. Herr Seelhoff, dann bitte den Herrn Bauer. Wir treten in die Beweisaufnahme ein und Sie nehmen hier drüben Platz, bitte. Herr Bauer ist noch nicht erschienen, Herr Vorsitzender. Bauer nicht, dann die Frau Sanders, bitte. Zeugin Sanders, bitte. Also Ihnen pfeife ich auch gleich was. Im Zuschauerraum ist Ruhe, bitte. Ja. Frau Sanders, Sie nehmen bitte hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie ja, das auch vereidigt werden. Zuerst ein Glas Wasser bekommen? Selbstverständlich. Wir sind ja auch Dienstleister. Marktführer in Sachen Dienstleistung ist die Justiz. Dankeschön. Ihr Personal. Sie heißen Judy Sanders, 18 Jahre alt. Sie leben in Köln.
Ja, das stimmt. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schauspielerin. Schauspielerin! Möchte gern Schauspielerin! Partylude! Von wegen. Ich bekomme demnächst eine Hauptrolle. Hauptrolle. In Sebastians neuem Film. Er will mich groß rausbringen. Das glaube ich glatt. So hat er dich ins Bett gebracht. Was fällt dir ein? Hör mal, du spinnst doch wohl. Du bist doch bescheuert. Was soll das eigentlich? Also, jetzt ist aber was hältst du dir dabei? Ich muss dir nicht so ausfallen. Du spinnst wieder hin. Du hinsetzen spinnst keine Fotos. Herr Seelhoff, Sie nehmen dem Herrn die Kamera. Moment, die Kamera. Geben Sie her. Kriegen Sie gleich wieder. Blöde Kuh. Sie haben jetzt mal Sendepause. Sind Sie Journalist? Ja. Ja, dann wissen Sie genau, dass man in deutschen Gerichtssälen keine Fotoaufnahmen machen darf. Ja? Okay. Sie bekommen Ihre Kamera am Ende der Sitzung wieder. Und jetzt zu Ihnen. Mag ja sein, dass es inzwischen ausreicht, sich nicht benehmen zu können, um bekannt zu werden. Aber da haben Sie sich die falsche Bühne hier ausgesucht. Ja? Da geht folgender Beschluss gegen die Zeugin Judy Sanders, wird ein Ordnungsgeld von 200 Euro, ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Und wenn Sie jetzt meinen, dass das Geld gut angelegt ist, weil das sehr billige PR ist, dann muss ich Sie leider enttäuschen, wenn nämlich noch mal irgendwas ist. Ich kann auch direkt Ordnungshaft anordnen, ja? Also benehmen Sie sich gefälligst. Können wir dann weitermachen in der Sache. Wir sind immer noch bei den Personalien, ja? Sie sind mit dem Angeklagten auch nicht verwandt oder verschwägert? Nein, bitte. Echt nicht. Und auch nicht verheiratet, auch wenn das fast zur Aussage hat. Nee, ganz auch bestimmt nicht. Es geht um den Vorfall vom 28. Februar. Schildern Sie den doch bitte mal so sachlich, wie es geht. Das war super ekelig irgendwie, diese Kakerlake im Salat. Ich meine, ich hasse dieses ganze Insektenzeug ja sowieso, aber dieses Viech war echt der Horror. Und deshalb haben Sie meinen Mandanten vor sämtlichen Gästen gleich so derbe beschimpft. Ja, ich gebe ja zu, ich bin etwas ausgeflippt. Aber sowas darf doch nicht passieren, oder? Und dann versucht er uns auch noch umzubringen, dieser Mann. Der ist doch nicht ganz richtig im Kopf, der gehört doch in die Klapse. Ja, das sagt die Richtige. Frau Landers, sagen Sie mal bitte, woher nehmen Sie die Weisheit und den Schluss, dass mein Mandant Sie umbringen wollte und vergiften wollte? Na, ist doch ganz einfach, weil er tierisch eifersüchtig auf Sebastian ist. Aber nur weil ich dich abblitzen ließ, musst du mich doch nicht gleich versuchen umzubringen. Eifersüchtig? Ja, natürlich. Du bist vielleicht eine geile Braut. Denkst du so? Aber ihr beide, ihr interessiert mich überhaupt nicht. Du bist doch total eingebildet. Weißt du das eigentlich? Gibt es mir zu schade für euch. Du meinst wohl, jede Frau müsste auf dich abfahren. Ich aber nicht. Spinnst du? Es geht wohl nicht in einen unfrisierten Schädel rein. Als du dann gesehen hast, dass Sebastian das machen durfte, von dem du nur träumst, nämlich mich zu küssen, hast du aus Rache zugeschlagen? Also, Herr Richter, das ist doch ganz klar, also dass er das war. Also, das herauszufinden, dürfen Sie getrost uns überlassen. Selber gesehen haben Sie aber nichts vom Rattengift und so weiter, ja? Nein. Ja, dann reicht es mir eigentlich auch schon. Ja, Ihnen auch. Herr Seelhoff, bitte schauen Sie noch mal, ob der Herr Bauer inzwischen da ist. 61.2 StPO und Sie nehmen bitte hinten Platz. Folge Bauer, bitte. Herr Bauer, schön, dass Sie auch schon da sind. Und? Sitzungssaal nicht gefunden, weil Sie die Schilder nicht lesen konnten, oder was? Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie hören wollen. Dass Sie die Böhle abnehmen und sich hinsetzen, mehr will ich gar nicht hören. Sie wissen, dass Sie vor Gericht als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Ja? Ja. Sie könnten auch vereidigt werden. Personalien. Sebastian Bauer, 40 Jahre alt, Sie leben in Köln. Filmproduzent von Beruf. So ist es. Um dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Sie wissen, um welchen Vorfall es geht. Es gab eine Kakerlake im Salat und Sie haben dann vom Angeklagten als Entschädigung Tiramisu als Dessert angeboten bekommen. Ja? Und dann? Ja, der Giftmischer hat sein Tiramisu verziert und hat Gift reingemischt. Und einen Tag später habe ich Blut gekotzt. Mhm. Halblang, Bruder. Ich sag's dir. Ich bin nicht dein Bruder. Ich habe gar nichts in das Tiramisu reingemacht. Das sage ich ja gleich, du Billigproduzent. Billigproduzent. Du kriegst doch nichts auf die Reihe in deiner runtergekommenen Kneipe. Du das wissen, hä? Ach, schau mal. Was machst du? Du produzierst hier irgendwelche kleinen Billig hier, vielleicht mit so welchen, irgendwelche Billigfilme. Du Blender, die Kneipe hast du geerbt? Und? Soll ja angeblich cool sein. Natürlich ist sie cool. Ja, weil sich ab und zu mein Promi verirrt. Wie ich? Aber reine Küche. Warum bist du jetzt reingegangen, hä? Ja, früher war die Kneipe mal sehr gut. Aber du hast es ja geschafft, dass sie jetzt richtig scheiße ist. Du spinnst doch. Was soll denn das heißen? Ha? Ja, was willst du mir damit sagen? Was willst du mir damit unterstellen? Das Einzige, was ich bei dir wohlfühle, sind die Kakerlaken. Du spinnst doch! Okay, die Herren, wir versuchen mal wieder ein klein wenig runterzukommen.
klein wenig sachlich zu werden, ja? Tiramisu, Rattengift, wenn Sie sich erinnern sollen. Ja. Ja? Ihr Mageninhalt ist untersucht worden. Ja, dann. Mir ging es jetzt fürchterlich schlecht. Sind dann auch anhand der Teller mit den Resten, ist auch das Tiramisu untersucht worden. Wir haben ja den Laborbericht, kommt auszugsweise zur Verlesung. Chemische Analyse des Mageninhalts und der von Ihnen eingereichten Lebensmittelprobe ergab folgendes Ergebnis. Der Wirkstoff Kumarinderivat ließ sich sowohl im Mageninhalt als auch in der Lebensmittelprobe nachweisen. Und das ist genau das, was in diesem Rattengift hier drin ist. Und dann haben wir auch noch Ihr ärztliches Attest, was Sie also hatten. Vergiftung durch Kumarinderivat, Herabsetzung der Blutgerinnung, Magenblutungen, allergische Reaktion. Und Sie wurden dann mit Vitamin K behandelt und waren 2 Tage im Krankenhaus. Ja, ich habe die ganze Nacht gekotzt. Ich habe gesagt, ich muss sterben. Herr Bauer. Ich will, dass der einfährt, der Typ. Langsam. Du gehst mir richtig auf. Hören Sie mal auf. Wer hat Ihnen die Desserts gebracht? Das war der Kellner, der Timo. Mhm. War ein bestimmter Teller für Sie vorgesehen? Er hat überhaupt nicht hingeschaut, er hat einfach hingeklatscht und ich habe sie dann verteilt. Mhm. Also kann ich festhalten, dass mein Mandant zwar die Desserts kreiert hat, die ihn aber nicht gebracht hat. Dann könnte also jeder andere auch das Gift darunter gemischt haben. Das war 100% der Koch. Er war sauer. Erst machte Judy ihn den Aufstand wegen den Kakerlaken. Und dann ist er ja noch eifersüchtig, weil er bei ihr nicht landen könnte, dieser, ich will es nicht sagen. Ja, was gibst du ihr denn, ha? Ja, und dann hat er einfach mal gleich beide Tiramisu mit Gift versehen. Er wusste ja nicht, welches ich esse. Das vermuten Sie? Da bin ich mir sehr sicher. Miese Unterstellung. Fragen noch? Keine, nehme ich an. Herr Seeloff, dann bitte die Frau Lindemann, 61-2, als Geschädigte. Zeugin Lindemann, bitte. Da hinten Platz. Frau Lindemann. Nehmen Sie auch bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Ihr Personal, Nadja Lindemann, 23 Jahre alt. Sie leben in Köln. Sie sind Studentin. Theaterwissenschaft, sehe ich gerade. Ja? Richtig. Aber Sie arbeiten nebenbei als Kellnerin in seinem Lokal. Ganz genau. Genau. Sie sind mit ihm aber nicht verwandt oder verlobt oder irgendwas Ähnliches. Der Abend mit den Tiramisus, haben Sie auch gearbeitet? Was haben Sie da mitbekommen? Da habe ich auch gearbeitet, jawohl. Und zwar habe ich da einfach nur noch mitbekommen, wie diese Tussi sich da aufgeregt hat, war unmöglich. Die hat geschrien, als wenn die da 2 Schweinsaugen im Salat gehabt hätte. Dabei war es ja wirklich nur eine winzig kleine Kakerlake. Was? Wer bist du denn? Quatsch nicht rum von einer blöden Kakerlake. Hier geht's um vergiftete Tiramisu. Du hysterische Zicke, ja? Machst den Alex vor all unseren Gästen sowas von zur Sau, drohst mit Gesundheitsamt, ja? Und willst unseren Laden schließen lassen. Gehört sich ja auch. Blöde Kuh. Frau Zeugin, wenn dem Alex, wie Sie sagen, so gedroht wurde, in welcher Verfassung war er aufgrund der Drohung? Ja, er hat zu mir gesagt, Eltern, am liebsten ihr seid das Tiramisu von letzter Woche serviert, was man ja auch sehr gut verstehen kann. Mhm. Haben Sie etwas mitbekommen, dass der Angeklagte aus dem Vorratsraum Nudeln geholt hat? Nudeln? Nein. Er hatte zwar was in der Hand, aber nach Nudeln sah es nicht aus. Was hast du an dem Abend da überhaupt gemacht? Wieso hast du da bedient? Da wunderst du dich. Also ich hätte ich das gewusst, da wären wir ja woanders hin essen gegangen. Ich habe eine Kollegin vertreten. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du in unserem Lokal dein Flittchen ablutschen möchtest. Hättest ja auch woanders hingehen können, nicht wahr? Sie kennen sich? Er ist meine Ex. Ja. Woher kennst du die, deine Ex? Sehr interessant. Aber Sie wollen uns hier weismachen, dass sie ihre Ex an dem Abend nicht gesehen hat, obwohl sie ganz in der Nähe war die ganze Zeit? Das war leider oder zum Glück ja nicht möglich. Ich saß in der Ecke mit dem Rücken zu den Leuten unserer Küche und ich habe da überhaupt nichts mitbekommen. Herr Richter, jetzt, wo ich die sehe, fällt mir ein, dass ich sie gesehen habe, als ich zum Klo gegangen bin. Die hat sich da in irgendeiner Kammer zu schaffen gemacht, kurz bevor wir die vergifteten Tiramisu bekommen haben. Ich wollte an ihr vorbei, aber sie hat mich total blöd angefaucht und hat mich gefragt, ob ich nicht zur Seite gehen könnte. Ich? Na natürlich du, wer denn sonst? Ich war nicht an der Abstellkammer. Ach, du rothaarige Hexe, natürlich oder warst du das. Dass du nichts siehst. Hab ich doch gesehen. Alte Ziege. Glaube ich ja jetzt nicht. Ja, das mit der Beleidigung können Sie mal lassen. Ja. Ja. Okay. Waren Sie in der Abstellkammer? Ich war nicht an der Abstellkammer. Alex war in der Abstellkammer. Jetzt geht mir hier ein Licht auf. Die hat uns den ganzen Abend beobachtet, wie wir geknutscht haben. Und hat sich vielleicht daran erinnert, dass ich sie die Woche vorher abserviert habe. Und das konnte sie mit ihrem Ego nicht vereinbaren. Und dann hat sie das Gift auf die Tiramisu gemacht und wollte sich so rächen. Sagen Sie mal, Frau Lindemann, waren Sie in der Vorratskammer und haben das Rattengift rausgeholt und haben Sie beide Desserts reingerührt? Nein, mit Sicherheit nicht.
Natürlich war sie es. Ich hab sie doch gesehen. Ich war es nicht. Ich weise sie aber mal darauf hin, dass sie auch nichts sagen müssen auf Fragen, wenn sie sich selbst einer Straftat bezichtigen müssten. 55 SDP. Aber sie dürfen nichts Falsches hier sagen, ja? Die blöde Kuh will mir doch einfach nur ein Bein stellen. Die möchte doch Karriere machen als Filmstar. Dabei ist sie doch so hohl, die kann sie bestimmt noch nicht mal einen Text merken. Frau Lindemann, Motiv liegt aber auf der Hand. Wenn es stimmt, dass Sie eifersüchtig waren, lässt sich das leicht erklären. Wenn Sie das sagen. Also beantworten Sie jetzt die Frage, ob Sie in der Abstellkammer waren oder nicht? Ich beantworte hier nichts mehr. Keine Fragen mehr? Keine. Vorsichtshalber 60-2 STB unbeeidigt als Tat mit Verdächtige. Nimm's bitte da hinten Platz. Noch irgendetwas festzustellen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, nach dem Ergebnis dieser Beweisaufnahme haben wir ganz klar zwei Motivlagen der Eifersucht. Entweder war die Zeugin Lindemann eifersüchtig oder es war der Angeklagte eifersüchtig. Oder es war so, dass sich der Angeklagte geärgert hat, dass die Zeugin Judy Sanders sich hier über die Kakerlake vor den Gästen beschwert hat. Ich vermag es nicht zu entscheiden. Daher nach meiner Auffassung hier im Grundsatz nach dem Zweifel für den Angeklagten, dubio pro reo, den Angeklagten in jedem Fall freizusprechen, die Kosten der Staatskasse aufzuerlegen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, sehr geehrter Staatsanwalt. Ich kann mich ausnahmsweise den Ausführungen des Herrn Staatsanwaltes anschließen und feststellen, dass wir eine Menge Motive haben, aber keinen Täter, der mit Sicherheit festzustellen ist. Und deshalb ist mein Mandant nach dem Grundsatz in dubio pro reo freizusprechen. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Also ich kann nur sagen, das ist echt ein hartes Stück, was hier rausgekommen ist. Dann unterbreche ich kurz bis zur Urteilsverkündung. Verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Alex Herrlich wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse. Nehmen Sie Platz. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Ja? Allerdings kam es mir von vornherein ein bisschen komisch vor. Warum hätten Sie Ihren durch dieses Insektentier schon ramponierten und gefährdeten Ruf noch völlig ruinieren sollen? Publicity um jeden Preis, das mag vielleicht auf die Frau Sanders zutreffen, aber das traue ich Ihnen doch nicht zu. Die Art von Publicity, die Schabentierchen und Ratten bringen, die konnten Sie ja eigentlich wirklich nicht gebrauchen. Also es macht es jedenfalls unwahrscheinlich, dass es wirklich Sie waren im eigenen Lokal. Denkbar ist durchaus, dass es vielleicht die Frau Lindemann war. Ein Motiv hätte sie mindestens genauso gehabt wie Sie. Im Zweifel jedenfalls sahen Sie hier freizusprechen, auf Kosten der Staatskasse. Tja, über so manche Trends in der modernen Erlebnisgastronomie kann man als Laie eigentlich nur staunen. Ja, da wird begeistert auf Heuschrecken und auf fauligen Algen rumgekaut und sowas. Aber lassen Sie sich so einen Tipp von einem leicht Eingeweihten, was die bessere Küche betrifft, geben. Bei Kakerlaken und Ratten geht der Trend eindeutig zur vegetarischen Küche. Ja? Und wenn Sie solche Tierchen schon im Salat servieren, dann sollten sie wenigstens auch auf der Karte stehen. Ja? Also wenn Sie sich da nicht halten wollen und so einen Erfolgstipp nicht befolgen wollen, dann sollten Sie vielleicht wenigstens sehr lokal umtaufen. Ja? Herrlich ist dann vielleicht nicht so ganz passend. Ja? Besser wäre dann vielleicht schon der Name von noch so einem netten, kleinen, possierlichen Tierchen aus Brems Tierleben. Eine Ahnung, welches? Der Esel. Eintagsfliege. Sitzung ist geschlossen.